Hallo meine Lieben, ich bin's, euer Luzi und ich bin heute hier für euch im allerhintersten Winkel unseres Kegumafunduses. Und zwar bin ich hier, weil ich euch etwas ganz, ganz Tolles zeigen möchte. Etwas richtig, richtig Altes. Um genau zu sein, ein Video, was 15 Jahre lang verschollen geglaubt hier lagerte. Das wurde wiedergefunden und konnte digitalisiert werden. Wir sind da sehr, sehr stolz drauf. Die allerersten Videoaufnahmen bearbeitet euch präsentieren zu dürfen von der Teufel und der arme Mann aus dem Jahre 2005. Da sind wir ganz, ganz stolz drauf und wünschen euch auch gleich ganz viel Spaß bei diesem wirklichen Keduma-Schatz, ne, einem richtigen Klassiker. Doch zuvor wollen wir einmal kurz reinschauen in die unbearbeitete Version, ein paar Ausschnitte, damit ihr gleich in der bearbeiteten Version so einen Vergleich ziehen könnt. Auch da war unser Chef Sud James schon Puppenspieler und Sprecher in einem. Es sah anders aus, es kam anders rüber und es klang auch ganz anders. Hier einmal ein ganz kurzer Rückblick vor dem eigentlichen Film. Viel Spaß dabei! Ja und? Ich hab gehört, dass du sehr traurig bist. Ja, weil diese Prinzessin Lindy, die ignoriert mich halt, weil sie... Ja, hab ich ja alles schon gehört. Ich könnte dir helfen, deine große Liebe zu bekommen. Wirklich? Wie denn? Wenn im Herbst alle Blätter hier im Wald von den Bäumen gefallen sind. Ja, was dann? Dann krieg ich deine Seele. Kann ich da mal kurz drüber nachdenken? Ja, natürlich. Soll ich oder soll ich nicht? Ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube, es ist ein Jux. Ich gehe mal drauf an. Gut. Fein. So. Jetzt geh nach Hause und morgen wirst du schon sehen, was du sehen wirst. Ja, das war's von meiner Seite aus und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei den überhaupt allerersten Keduma-Filmaufnahmen, die je produziert wurden, die je gemacht wurden. Und wenn ihr genau drauf geachtet habt, Robertus, der in der Geschichte den Teufel gespielt hat und meine Wenigkeit. Wir sahen damals auch noch ein wenig anders aus. Das war alles noch bevor wir überhaupt restauriert wurden. Aber zu dieser damaligen Zeit mussten wir noch gar nicht restauriert werden, denn da gab es unser Marionettentheater gerade mal 2 Jahre lang. Außerdem sind in diesem Video sehr viele alte Requisiten zu sehen. Einige existieren noch, wie zum Beispiel das kleine Haus. Das haben wir zum Beispiel noch beim Kartoffelkönig mal unterbringen können. Andere Requisiten wie die Bäume, die existieren nur noch teilweise oder gar nicht mehr. Also ihr habt da wirklich richtig altes Material vor euch. Einen richtig kleinen Schatz. Viel Spaß also bei der allerersten Verfilmung von Der Teufel und der arme Mann. Thank you.
Stopp, stopp, stopp! Nochmal alles auf Anfang! Was machst du denn hier schon draußen? Du solltest doch auf mein Zeichen warten, Luzi! Sorry, Nono, aber ich habe da in der Kiste keine Luft mehr gekriegt. Das stinkt da drin nach Ahorn. Ja, keine Wunder, es ist ja auch die Augsburger Puppenkiste. Das ist halt was Besonderes. Ja, das stimmt schon, dass die besonders ist, aber das ist dann hier falsch. Wie falsch? Ja, wir sind doch hier nicht bei der Puppenkiste. Das steht aber doch hier dran, Augsburger Puppenkiste, Ömich ins Marionettentheater. Ja, aber wir sind hier beim Kedumer Marionettentheater aus Duisburg. Wie, dann ist das hier falsch? Jo. Ja dann hau ich schnell ab. Was? Hey, Nono! Typisch Taggespenst. Lässt er mich hier einfach allein. Sauerei. Sud? Ja? Räum mal hier bitte die Kiste weg. Jo. So, die gehört hier nämlich nicht hin. So. Wir wollen ja hier eine richtig schöne Geschichte zeigen und da muss das alles reibungslos ablaufen. Ja, wo fange ich da am besten an? Nun, ihr seht ja, das ist hier eine richtig schöne Waldlichtung und unsere Geschichte spielt auch im Wald. Aber vorab eine kurze Frage. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wie das kommt, dass Ritzen und Risse in den Bäumen sind? Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, als ihr die Bäume etwas genauer beobachtet habt, oder? Ja, wie kommen die dahin? Wisst ihr es nicht? Na dann passt mal gut auf, denn das hat was mit der Geschichte zu tun. Also los geht's! So, da bin ich wieder auf meiner heißgeliebten Lichtung im Wald. Hier arbeite ich am liebsten. Obwohl, was soll ich heute eigentlich arbeiten? Das Holz habe ich ja schon gestern gesammelt. Nun, ich bin halt ein armer Holzfäller und ja, mehr als das habe ich nun mal leider nicht gelernt. Wer kommt denn da? Prinzessin Lindy, was für eine Ehre, eure Hoheit. War da was? Nee. Da war nichts. Liebreizende Prinzessin Lindy. Na nun, schon wieder. Ich höre, aber ich sehe niemanden. Zumindest niemand Wichtigen. Ich gehe lieber wieder zurück ins Schloss. Och, Menno. Schon wieder hat sie mich ignoriert. Jedes Mal. Nur weil sie so reich ist und ich so arm. Und dabei bin ich doch so verliebt in sie. So ein Mist aber auch. Was soll ich denn bloß machen? Ich habe doch nur Gefühle für sie. Hallo? 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 Ah! Oh Jemine, haben Sie mich aber erschreckt. Oh, schauen Sie doch mal, das schöne Häusle. Ah, vergiss das Häuschen. Aber ich bin gekommen, weil ich gemerkt habe, dass du ganz aus dem Häuschen bist. Ja, ich bin verliebt in die Prinzessin Lindy und sie ignoriert mich. Ja, ich weiß schon, worum es geht. Was, wirklich? Ja, natürlich. Und ich könnte dir helfen. Ich könnte dafür sorgen, dass die Prinzessin dich liebt und ihr zusammenkommt. Aber das würde ich nicht umsonst machen. Was wollen Sie dafür? Wenn im Herbst alle Blätter hier im Wald von den Bäumen gefallen sind, bekomme ich deine Seele. Das ist aber komisch. Da muss ich mal drüber nachdenken. Bitte, bitte. Sicherlich ist es nur ein Spaßmacher. Vielleicht will er mich aufmuntern. Ich gehe mal just for fun drauf ein. Also gut, ich mach den Spaß mit. Ich gehe drauf ein. Sehr gut. Jetzt geh nach Hause und morgen wirst du schon sehen, was du sehen wirst. Ja gut, aber Nanu, der ist ja auf einmal weg. Weg, so wie Futsch und nicht mehr da. Merkwürdig. Beinahe hätte ich gedacht, das wäre der Teufel. Aber den gibt ja wohl nicht. Na, dann gehe ich jetzt mal nach Hause.
Ein bisschen gruselt es mich ja schon. Hab ich gut geschlafen und die ganze Nacht von der Prinzessin geträumt. Das war so schön. Oh, Träume werden anscheinend wahr. Da ist sie ja schon. Guten Morgen, Prinzessin Lindy. Guten Morgen, mein Liebster. Ach, wisst ihr, es tut mir so leid, dass ich euch immer ignoriert hatte. Aber erst jetzt ist mir klar geworden, wie toll sie sind. Bitte verzeiht, aber jetzt muss ich wieder zurück zu meinem Vater, dem König. Aber wir werden uns ja bald bestimmt wiedersehen. Ciao. Jo, ciao. Das glaube ich jetzt nicht. Die Prinzessin Lindy hat nicht nur mit mir gesprochen, sondern mich auch geküsst. Mich? Einen armen Holzfäller? Das glaubt mir keiner. Wahnsinn. Oh, meine Güte, haben Sie mich jetzt aber erschrocken. Was wollen Sie denn hier? Willst du etwa sagen, dass du nicht weißt, was ich hier will? Denk an unseren Pakt. Oh, Pakt? Moment. Sind Sie etwa der... Der Teufel, sag es doch endlich. Und du kommst jetzt mit in die Hölle. Halt, Moment, stopp. Wieso das denn? Zwei Sachen. Punkt 1. Es wurde gesagt, im Herbst, wenn alle Blätter von den Bäumen gefallen sind. Ja. Und Punkt 2. Es ist weder Herbst, noch sind die Blätter alle hier von den Bäumen gefallen. Selbst auf der anderen Seite des Sees. Das gehört ja auch noch mit zum Wald. Da sind noch Bäume, die Blätter haben. Und nicht etwa am nächsten Tag mich holen. So ein Mist, dann habe ich ja den ganzen weiten Weg umsonst gemacht. Ja, Panama passieren. Na gut, dann genieß noch die letzten paar Monate mit deiner Lindy. Puh, da habe ich aber Glück gehabt. Ja, Glück hilft mir weiter. Wie komme ich denn jetzt aus dieser miesen Lage raus? Hoffentlich fällt mir bis Herbst etwas ein, damit ich nicht mit in die Hölle muss. Endlich ist der Herbst da und heute ist Zahltag. Ich sag's euch, heute nehm ich die Seele vom armen Holzfäller Luzi mit in die Hölle. Vor ein paar Tagen habe ich noch ein paar Bäume in Brand gesetzt. Ich meine, vor ein paar Tagen ist aus Versehen noch ein Blitz in die Bäume gerast und hat sie in Brand gesteckt. Die Blätter sind natürlich auch hin. Hallo. Oh, und tschüss. Nee, nix und tschüss. Auf dich habe ich gewartet und du kommst heute mit in die Hölle. Nee. Ja, wie nee? Ja, nee halt. Wieso nee? Ja, guck mal. Da an dem Bäumchen zum Beispiel, da sind zwar wenig Blätter dran, aber es sind ja noch welche dran. Und du hast ja gesagt, wenn im Herbst alle Blätter von den... Ja, ich weiß, erinnere mich bloß nicht daran. So ein Mist aber auch. Weißt du, was das für ein schwieriger, beschwerlicher, anstrengender, langer Weg ist von der Hölle bis hierhin? Diesen Weg werde ich garantiert nicht noch ein zweites Mal ohne leere Hände gemacht haben. Du kommst mit in die Hölle. Punkt, fertig, aus. Ich hab langsam die Schnauze voll. Man lässt mich nämlich nicht warten. Verstanden? Ich bin schließlich der Teufel. Und du kommst jetzt ein für alle Mal mit. Nö. Hey! So ein Mist. Der ist abgehauen. Ah, vor lauter Wut habe ich diesen Felsen dort gesprengt, aber am liebsten hätte ich diesen armen Mann gesprengt. Na gut, dann halt Anfang nächsten Jahres.
Das neue Jahr ist da und der Teufel hat sich nicht wieder blicken lassen. Ha! Tada! Wenn man vom Teufel spricht, was? Ja, das neue Jahr ist da und du kommst jetzt in die Hölle. Wie wunderbar! Wieso? Ja, wieso? Wir hatten eine Abmachung. Und schau mal, hier waren überall Bäume, die Blätter hatten. Die sind jetzt alle verwelkt. Die Bäume? Nein, die Blätter natürlich. Die Bäume, ja, manche sind noch da, andere sind verbrannt, aber egal. Die sind auf jeden Fall weg. Weg mit CH. Und du kommst jetzt auch weg. Kommst mit in die Hölle. Du aber, guck mal hier. Was? Hier zum Beispiel und da hinten am anderen Ende des Sees, da sind Bäume, die wieder Blätter haben. Die sind nachgewachsen. Was? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, siehste, eben doch. Das bedeutet ja, dass ich dich gar nicht mitnehmen kann. Richtig. Zu jeder Zeit im Jahr wird es Bäume geben, die Blätter tragen. Die wachsen dann halt nach. Nein, das kann nicht sein. Doch, du hast verloren. Nein! Oh, der ist aber wütend. Ja, und was soll ich sagen, meine Lieben? Lindy und ich sind zusammengeblieben. Und die Liebe, die wurde richtig innig und auch echt. Und hält bis zum heutigen Tage an. Ja, und jetzt ist die Geschichte eigentlich zu Ende. Aber es gab ja noch eine Frage am Anfang der Geschichte, die ich euch jetzt auflösen möchte. Und zwar, als der Teufel merkte, dass er verloren hatte und meine Seele nicht mitnehmen konnte in die Hölle, zerkratzte er alle Bäume hier im Wald und in der Umgebung mit seinen spitzen Fingernägeln und fuhr daraufhin ab in die Hölle, wurde danach nie wieder gesehen. Das, meine Lieben, das ist der Grund, warum Risse und Ritzen in den Bäumen zu finden sind. Also dann, das war's. Das war unsere Geschichte vom Teufel und dem armen Mann. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und bis wir uns das nächste Mal wiedersehen, verbleibe ich als euer Luzi. Also dann, gute Nacht. Tschüss.